Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mittwochs-Update. Heute geht es darum, wie ihr bei eurem Prusa Mini denn jetzt diese coolen Kühler, die ich für euch gemacht habe, umrüsten könnt. Und das seht ihr heute, Freunde. Also, ich würde gar nicht sagen, wir schnacken gar nicht lange. Ich schwinge mich jetzt hier auf meinen Hocker und wir beginnen mit dem Umbau des Prusa Mini Plus. Ihr bekommt erstmal diesen schicken Kühler in Orange oder in Schwarz und ihr bekommt zusätzlich noch dieses Upgrade Kit Pack. Und da drin befinden sich nämlich die Teile, die wir dafür brauchen. Erst einmal ganz wichtig, ein neuer Kabelbaum mit den passenden Steckern auf der Adapterplatine gleich fertig aufgelötet von mir. Dann bekommt ihr noch ein paar einzelne Schrauben, die wir dafür gleich brauchen werden. Und ihr bekommt noch zwei neue Druckteile, die ihr dafür braucht. So, aber erst einmal müssen wir jetzt diesen Prusa Mini hier oben von seinen alten Teilen befreien und vor allen Dingen auch den Kabelbaum einmal aufmachen. Das ist immer so die Aufgabe, auf die ich nicht so Lust habe, ist aber relativ schnell gemacht. Wir brauchen nur einen kleinen XD-Seitenschneider. So, wir drehen uns den Drucker rum und wir haben dann hier hinten drei Kabelbinder, die wir lösen müssen. Eins, zwei, drei. Die sind auf, die brauchen wir nicht mehr. Ihr bekommt natürlich auch noch drei Kabelbinder mit im Pack. So, und dann geht es hier hinten gleich weiter. Wir haben das Kabel hier schon mal gelöst. Dann müsst ihr hier unten diese Schelle lösen. Dann könnt ihr nämlich diesen Deckel hier hinten abmachen. Das Ganze geht mit einer normalen Schraube. Das können wir uns dann beiseite legen. Das müssen wir so nachher wieder montieren. Dann haben wir hier unten schon mal alles freigelegt. So, dann müssen wir uns mal hier durchwurschteln. So, das ist das Erste, was wir demontieren müssen. Die Motorhaube sozusagen. Und dann haben wir hier oben den Kopf. Da müssen wir auch einiges demontieren. Ich fange mal hier hinten mit dem Lüfter an. Da hinten gibt es nämlich eine Zylinderschraube, die eine hier, die müssen wir erstmal lösen. Die sichert nämlich den Lüfter. Wenn wir die raus haben, nicht wegtun, die brauchen wir gleich noch. Und dann können wir den Lüfter nämlich hier hinten schon mal rausnehmen und nach vorne hängen. Als nächstes müssen wir dann hier unten eine Schraube lösen und hier oben ein bisschen versteckt. Das sind nämlich die Kunststoffteile und davon müssen wir auch einen Teil gleich tauschen. Also die drehen wir erstmal raus. So, die könnt ihr dann da quasi so hängen lassen. Auf dem letzten Restgewinde im Kunststoff, dann verlieren wir die auf jeden Fall nicht. So, jetzt seht ihr schon, das ist hier alles relativ locker. Dann gibt es hier oben noch die Kabelschelle, die müssen wir auch noch lösen. Die Schraube könnt ihr ganz rausnehmen, denn die brauchen wir gleich für das neue Teil. Und dann könnt ihr hier oben die Schelle aus dem Druckteil rausnehmen. Und dann könnt ihr auch schon das alte Druckteil hier zwischen, das ist diese Zwischenadapterplatte, die kann weg. Kurz zum Vergleich, das sieht quasi genauso aus, nur ein bisschen größer das neue Teil und die werden eins zu eins durchgetauscht. So, und jetzt habt ihr hier den Lüfter so frei hängen. Die Kabelschelle, die könnt ihr einmal abmachen, auch beiseite legen, die brauchen wir gleich wieder, denn wir müssen ja gleich noch das Kabel tauschen. Aber zunächst müssen wir jetzt erstmal noch den Kühler entfernen. Das geht ganz einfach, erstmal müssen wir hier oben diese Messingschraube entfernen. Diese Messingmutter hier quasi, dieses Einschraubgewinde einmal rausziehen mit einem 10er Schlüssel. So, das geht alles sehr einfach. Flop, dieser Tube, der kann in dem alten Kühler drin stecken bleiben. Wir brauchen das später nur so. Das baue ich mir dann immer hier hinter. Und dann drehen wir den Drucker einmal um 360 Grad hier, nee, um 180 Grad. Und dann kommen wir hier hinten nämlich zu einer und einer zweiten Schraube. Die zweite Schraube erreicht ihr wirklich nur, wenn ihr auch den großen Fan hinten abgebaut habt. Die beiden müssen wir lösen. Erstmal die untere, so, dann die obere. Denn das sind die Schrauben, die den Kühler vorne halten. So, runterfallen kann der Kühler vorne nicht. Ich habe jetzt beide Schrauben gelöst. Jetzt kommt mir der Kühler hier auch schon entgegen. Und da hängen noch zwei Kabel dran und die können wir, so wie ich das jetzt mache, einfach hier schon mal aus dem Tube herausziehen. Bis zum Mainboard runter. So, ich drehe wieder den Drucker herum. Jetzt sind wir hier unten drin. So, hier ist jetzt ein bisschen Kabelwirrwarr quasi. Hier ist auch noch eine Verlängerung. Die hatte ich mal umgebaut, weil ich mal eine Konstruktion für den Prusa Mini da unter mir gedruckt habe. Deswegen, das sieht bei euch anders aus. Das ist jetzt beim D-Drucker der Fall. So, auf jeden Fall ist der heiße Bereich der hier hinten. Da ist nämlich schon mal unser
Sensor, den können wir jetzt einfach rausziehen. Das ist vom Heizkopf quasi. Und dann passend parallel dazu gibt es noch diesen großen Stecker, den können wir auch rausziehen. Und das müssen wir jetzt erstmal hier durchfriemeln. Und dann haben wir den ganzen Kühler samt Heizpatrone und Sensor schon ausgebaut. So, diese zwei Kabel. Und so sieht das ganze Geflatter aus. Das kann so eigentlich theoretisch weg, bis auf diesen Stecker. Und den Stecker, den mache ich jetzt mit dem ganz normalen Schlitzschraubendreher. Löse ich den an, zack, und ziehe die zwei Kabel mit den Other-End-Hülsen da raus. Den brauchen wir nämlich jetzt gleich wieder. So, jetzt seht ihr hier unseren Kabelbaum. Den können wir jetzt schon mal so aufdrehen. Den habe ich euch so ein bisschen zusammengebunden, vorsichtig. Da sehen wir dann einmal den Sensorstecker, wie beim Original. Und diese zwei Other-End-Hülsen. Und die müssen jetzt einfach wieder in diesen Stecker, den wir eben abgeschraubt haben, hinten wieder reingeschoben werden. Schön bündig, leichten Druck drauf geben mit dem Finger. So, und dann schraube ich den so wieder zu. Ist mal leicht. Und dann richtig schön mit Schmackes, dass das auch richtig schön gequetscht ist. So, dann haben wir uns den Kabelbaum jetzt hier vorbereitet. Und jetzt könnt ihr entscheiden, womit ihr weitermacht. Ob ihr erst das Kabel macht oder erst den Kühler anbaut. Das ist euch jetzt überlassen. Ich werde jetzt einmal schnell das Kabel neu einziehen. So, da fange ich wieder hier unten quasi im Schaltschrank an. Muss man sich die Kabel immer so ein bisschen beiseite halten. So, ihr könnt es sehen. Dann können wir uns einmal den großen da wieder einstecken. Klack, der rastet ein. Und den kleinen direkt daneben. Das geht auch ganz leicht, der rastet auch ein. Das merkt ihr dann aber auch. So, und dann kommen wir jetzt eigentlich zum kniffligsten Part. Und der heißt eigentlich immer dieses Kabel da einfädeln. Das mache ich aber jetzt gleich zum Schluss. Denn ich denke, es ist immer der bessere Weg, etwas hier oben erst festzuschrauben und dann mit dem Kabel vernünftig runterzuführen. Habe ich mir jetzt gerade mal so überlegt. So. So mache ich, habe ich das auch die letzten Male gemacht. Das klappt eigentlich immer ganz gut. Also, je nachdem, ob ihr schwarz oder orange bekommen habt, nehmt ihr euch dann den Kühler aus der Folie heraus. Und das ist nämlich der Clou an der Sache. Da muss nichts groß jetzt mehr geändert werden. Der wird jetzt einfach wie der Originalkühler hier wieder rangemacht. So, hier einfach ran. Ihr seht die Aussparung für die Lineallager. Zack, hinten ran. Bob. Und wieder mit den Schrauben, die ja noch drin sind in den Kunststoffteilen, wieder festschrauben. Boah, das sieht jetzt schon so gut aus. Das erste Mal, dass ich einen Orangen verbaue. Sonst ist immer den schwarzen oder den silbernen Prototypen hatte ich damals schon verbaut. Der glänzt so schön. So. Also, nochmal für euch, ich habe den Kühler jetzt gerade mit den zwei Schrauben hier hinten einfach wieder ganz normal festgeschraubt. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auch schon wieder den Tube hier oben reinschrauben. In welcher Reihenfolge man was macht, ist tatsächlich gar nicht so wichtig. So, schön festhalten, festdrehen. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Kunststoffteil. Das Teil hier, das wird nämlich wie das Originale einfach dazwischen gemacht. Und dann müssen wir jetzt hier nochmal den Lüfter dazwischen jubeln. Zack, zack, zack. So, und dann wird es dazwischen geschoben. Der Lüfter hat seine ganz spezielle Position, was durch das Druckteil auch definiert wird. So, und dann könnt ihr jetzt mal die Schraube hier vorne langsam reindrehen. Dann merkt ihr auch, wenn ihr da durch seid, bis zum Kühler, dann könnt ihr die schon mal locker flockig da reindrehen, das Ganze schon mal ein bisschen Halt, aber noch nicht ganz, denn das vergesse ich immer gerne. Jetzt brauchen wir etwas aus unserer Schraubentüte, nämlich die M3 Vierkantmutter. Da habt ihr drei Stück davon und die eine muss jetzt gleich hier hinten schon mal rein. Whoop. Denn die muss da jetzt rein, sonst da kommen wir später nämlich nicht mehr dran. So, und dann schiebt ihr das einfach hier da so rein. Und dann können wir nämlich hier hinten die andere Schraube von dem Lüfter auch schon durchstecken. So, die drehe ich dann auch schon mal fest. Und jetzt könnt ihr auch die untere auch festmachen. Eigentlich easy going. Selbsterklärend. Kommt dem Original schon sehr nah. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt ist das ja hier alles definiert. Wir können jetzt theoretisch schon mal den Backlüfter wieder anschrauben. Ich werde jetzt aber direkt einmal das Kabel einführen. Das heißt,
Ich mache jetzt hier oben die Platine in die Aussparung. Die passt da perfekt rein. Und dann kommen wir nämlich zu dieser kleinen Abdeckkappe. Die müssen wir jetzt hier draufsetzen. Die entlastet die Kabel von dem Zug und schraubt gleichzeitig alles einmal fest. So, da hinten erstmal ins hintere Loch die Schraube rein. So, bei mir hat das jetzt auch ein bisschen gespannt. Ich habe das nochmal die hintere Schraube vom Lüfter gelöst, dass ich mir das ganze Paket nach vorne schieben konnte, weil mir die Gewindeeinleger ein bisschen wieder zurückgerutscht sind. Aber jetzt passt das Ganze. Dann können wir auch gleich in dem Zug die vordere Schraube einsetzen. Die geht nämlich mit durch die Platine und sichert sie damit nochmal. Und dann wieder von der anderen Seite den Gewindeeinleger rein. Zack, mit dem Finger ein bisschen reinführen. Dann von der anderen Seite mit der Schraube kontern. So, da jetzt ein bisschen Zug drauf bringen. So, jetzt ist das Kabel hier oben schön eingeklemmt und fest. Man kommt nicht mehr gegen die Kontakte. So soll das sein. So, jetzt den Lüfter noch mal kurz festschrauben. Zack, zack, zack. Dann sehen wir jetzt auch schon, wie die Kabel geführt werden müssen. Das ist immer ein bisschen tricky, weil die ein bisschen dicker sind als die originalen. Da habe ich extra Qualitätskabel bestellt. So, und dann müssen wir die jetzt wieder durch diesen frickligen Schlauch machen. Das ist meiner Meinung nach das Schwierigste oder das Nervigste an dem ganzen Umbau. Aber nichts, was man nicht schafft. Es ist ja schließlich nur ein Kabel, was in so einem Schlauch muss. Ist halt frickelig. So. Wenn wir das jetzt schon mal zur Hälfte gemacht haben, dann können wir auch gleich hier oben schon wieder mit der Kabelführung weitermachen. Da kommt nämlich wieder unsere originale Kabelschelle zum Einsatz. Die können wir schon mal vorher einmal reinpressen, gucken, ob sie passt und wie rum sie gehört. Und dann mache ich die wieder über das Kabel rüber. Flop. Dann bringen wir uns die in Position und frickeln uns die hier oben rein. Und dann kommt nämlich wieder die originale Schraube zum Einsatz. Zack, die schieben wir ganz durch. Können wir ein bisschen Schrauben nachhelfen. So, jetzt drehen wir uns den Drucker noch einmal um, dass ihr das sehen könnt. Seht ihr nämlich oben die Schraube da rauskommen. Und da habe ich mich dann auch entschieden, nicht ins Kunststoff zu schrauben, sondern wieder eine Vierkant-Gewindeeinleger reinzulegen. So, ich fixiere das einmal. Seht ihr das jetzt gleich? Da haben wir jetzt auch nochmal, dass wir hier richtig vernünftig das spannen können. So. Und wenn wir schon hinten sind, können wir auch gleich wieder den großen Fan einsetzen. Zack, wie vorher auch, ist ja das originale Druckteil. Bob da rein und wieder mit der Originalschraube fixieren. So, dann sind wir hier oben schon mal soweit fertig. Boah, sieht auch schon richtig schick aus. Genau, also hier oben sind wir fertig, die Kabel sind verlegt. Das passt alles soweit sehr gut. Jetzdrehen wir uns den Drucker wieder um. Jetzt wird es nämlich ein bisschen kniffliger. Wir müssen weiter das Kabel durchführen. So, und jetzt müsst ihr halt mal gucken, wie weit ihr das festmacht. Da schiebe ich immer den Kopf ganz nach draußen, verlegt das Kabel so ein bisschen anhand des Tubes. Und dann werdet ihr merken, ihr kommt hier an der Stelle an, wo ihr es gleich festmachen sollt. Und hier kommt noch, ganz wichtig, das Extruderkabel noch dazu. Müsst ihr dann genau in der richtigen Höhe da auch noch mit reinfrickeln. Das kriegt man aber alles hin. Der Schlauch ist groß genug dafür. So, und jetzt könnt ihr auch, wenn ihr hier schon angekommen seid, gleich wieder mit den Kabelbindern das Ganze fixieren, bevor euch das wieder alles verrutscht. Und dann seht ihr auch gleich, auf welcher Höhe das Extruderkabel da wieder mit rein muss. Einmal, zweimal, dreimal und dann haben wir das an der Stelle schon wieder geschafft. Kabelbinder abknipsen und an dieser Stelle sieht es schon wieder original aus. So, dann muss ich jetzt noch einmal das Kabel zu Ende einfrickeln. So, und jetzt müssen wir hier, wie vorher auch, wieder die Kabelabdeckung draufsetzen. Das ist schon immer ein bisschen schwierig gewesen, denn wenn die Kabel nicht 100% vernünftig verstaut sind, dann klemmt ja immer irgendwas ein. Deswegen hier immer schön darauf achten, dass alles vernünftig mit reinkommt. So, wenn wir das alles verstaut haben, dann können wir das jetzt auch wieder zuschrauben an der Stelle. So, der Drucker ist jetzt an der Stelle wieder wie original. Alle Funktionen sind noch gegeben. Nur, dass wir jetzt die Zusatzfunktion haben, dass wir hier das Schnellwechselsystem haben. Und wenn ihr jetzt aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass hier nur noch eine Sache fehlt. Und das ist nämlich
die Rändelschraube, die hier an der Seite noch reinkommt. Ein vorgefertigtes Gewinde. Zack, nicht zu weit reindrehen. Und der originale Prusa-Kopf oder nachgemachter Kopf. Ihr wisst ja, bei mir im Shop kriegt ihr die ganzen Teile auch nachgemacht. Und in dem Fall würde ich euch gleich empfehlen, auch eine gehärtete Düse mit zu verbauen. So, dann können wir das hier unten reinschieben. Mit der Rändelschraube fixieren. Dann könnt ihr euch den Kühler hier unten so ausrichten, wie ihr... Dann könnt ihr euch den Heizblock hier unten auch so ausrichten, wie ihr wollt. Da ist genügend Spiel. Und dann heißt es hier oben nur noch erstmal den Sensor einklicken. Zack. Und dann noch die Heizung. Zack. Fertig. So einfach. Jetzt gucke ich mal drauf. Was hat es gedauert? Also 25 Minuten. Mit ganz viel Gesappel. Habe ich jetzt gebraucht und ein bisschen hin und her probiere. Bei euch wird es wahrscheinlich dann schneller gehen. Hier auf dem Tisch seht ihr jetzt die zwei Versionen. Einmal orange und einmal die komplett schwarze Version. Das war nämlich auch so mein Aspekt, weshalb es zum Schluss auch nur noch zwei Farben gab. Es gibt einmal die originalen orangen Druckteile und dann gibt es halt die Black Edition. Und ja, was soll ich sagen? Das Umrüsten geht schnell, der Aufwand ist gering, der Preis nicht zu hoch und der Mehrwert ist riesig in meinen Augen. So, ich bin happy, Freunde. Ich hoffe, ihr seid's auch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Umbauen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wie man das vielleicht noch besser umbauen kann. Schreibt es für die anderen gerne unten in die Kommentare. Tauscht euch das schön aus. Und ich sage, Freunde, wir sehen uns wie immer. Vielen Dank. Bis Sonntag. Bis gleich, Freunde.